Heute zeige ich dir, wie du dein Gleichgewichtstraining optimal gestalten kannst. Sei gespannt! Wenn du das erste Video hier oben noch nicht angeschaut hast, tue das unbedingt, bevor du jetzt weiterschaust. Denn in diesem Video geht es darum, dass du deine perfekte Position fürs Gleichgewichtstraining findest. Und das ist essentiell, um erfolgreich zu sein. In unserem zweiten Video, hier oben verlinkt, habe ich dir einen kleinen Trick gezeigt, wie du das Gleichgewichtstraining noch effektiver gestalten kannst, um einfach schnellere Fortschritte zu machen. Also auch gerne hier vorbeischauen und dann wird das Training, was ich dir jetzt zeige, noch besser ablaufen. Und was zu einem vollständigen und wirklich guten Gleichgewichtstraining gehört, zeige ich dir jetzt. Beim Gleichgewichtstraining sind verschiedene Systeme aktiv und wir sollten für jedes dieser Systeme auch immer einen Trainingsreiz setzen und damit quasi diese Herausforderung schaffen, dass unser Gehirn und unser Stabilitätssystem auch immer zu tun hat. Und dazu gehören vor allem zwei wichtige Systeme. Einmal unsere Augen und auf der anderen Seite unser Gleichgewichtssystem. Und die erste Variante, die ich dir jetzt zeigen werde, ist die Variante, wo du beides so ein bisschen vermischt und damit würde ich dir auch empfehlen einzusteigen, denn dann hast du bei den nächsten Varianten schon, ich sag mal, eine Vorbereitung getroffen und die nächsten Varianten werden dir ein bisschen leichter fallen. So, fürs Training selber gehst du bitte jetzt in deine Position, die du durch das erste Video herausgefunden hast und stellst dich auf die Position und suchst dir direkt vor dir einen visuellen Fixpunkt. Denn bei der ersten Variante geht es darum, die Augen fixiert zu halten, während der Kopf in verschiedene Richtungen bewegt wird. Und dadurch aktivieren wir einen Reflex, den Vestibulo-Okular-Reflex, der letztendlich ein Zusammenspiel zwischen den Augen und dem Gleichgewichtssystem darstellt. Ganz wichtig, und damit fängst du jetzt auch direkt an, und wir machen jede Kopfbewegung immer für 20 bis 30 Sekunden, okay? Die werde ich dir nicht in voller Länge zeigen, sondern ich gebe dir nur die Richtungen vor, die du dann in deinem Training umsetzen kannst. Gut, als erstes bringe dich in die Position, sorge dafür, dass du eine lange Wirbelsäule hast, also zieh dich schön in die Länge und versuche Stabilität im Stand aufzubauen. Wichtig wäre mir auch noch, dass du um dich herum keine Gegenstände hast oder potenzielle Verletzungsgefahren hast, deswegen mache das bitte in einer sicheren Umgebung. Wenn du komplett neu bist oder wirklich Probleme hast mit dem Gleichgewicht, kannst du auch etwas neben dich stellen, wo du dich kurz festhalten kannst. Okay, ich möchte vermeiden, dass du hinfällst. Okay, die erste Variante, stelle dich hin, fixiere einen Punkt, bewege jetzt für 20 bis 30 Sekunden den Kopf in eine Richtung und wieder zurück. Das heißt, du machst wirklich nur eine kleine, kontrollierte Kopfbewegung in eine Richtung und beginnst wieder bei der Mitte. Die Kopfbewegung machen wir in alle Himmelsrichtungen, also in alle Kompassrichtungen sozusagen. Das heißt, wir drehen den Kopf zu einer Seite und wieder zurück. Dann gehen wir zur anderen Seite, nach oben und nach unten. Und wichtig dabei, fixiere wirklich den Punkt und mache die Bewegung nur so groß, dass du auch wirklich auf diesen Punkt schauen kannst. Die zweite Variante fürs Gleichgewichtstraining betrifft jetzt mehr die Augen. Das heißt, wir wollen unseren Kopf stabil halten und nicht bewegen, aber die Augen sollen jetzt bewegt werden. Und dazu kannst du einfach deine Daumen nehmen. Die hast du immer dabei und damit kannst du dein Training auch überall durchführen. Bringe dich wieder in deine Grundposition, die du ja mittlerweile kennst. Und dann darfst du einmal einen Daumen direkt in Verlängerung deiner Nase vor deinem Körper in Position bringen und jetzt den anderen Daumen einmal in der ersten Variante nach außen führen. Und jetzt springen wir mit den Augen immer zwischen diesen zwei Punkten hin und her und versuchen dabei maximal ruhig zu bleiben. Wenn du jetzt ein bisschen arbeitest, ist es völlig okay. Du solltest nur nicht bei jedem Augensprung hin und her wackeln wie so ein Wackelpudding oder umfallen. Okay? Also finde die richtige Geschwindigkeit. Du kannst auch immer gerne noch ein bisschen länger auf den Punkten bleiben, um mehr Ruhe zu erzeugen. Natürlich machen wir das auch wieder in alle verschiedenen Richtungen. Hier von rechts nach links wechseln. Du kannst auch oben und unten ganz einfach durchführen und gerne auch die diagonalen Positionen. Na, die dürfen wir nicht vergessen. Gerade wenn die Augen beteiligt sind, ist es nicht verkehrt, auch in die diagonalen Richtungen zu schauen. Und da auch wieder 20 bis 30 Sekunden in jede Richtung durchführen. Natürlich, wenn du im Einbeinstand bist, auch mit beiden Beinen. Die dritte Variante fürs Gleichgewichtstraining kombiniert jetzt beides. Das heißt, wir führen die Bewegung sowohl mit unserem Kopf als auch mit den Augen aus. Das heißt, unser Blick folgt einfach der Kopfbewegung. Ne? Relativ simpel. Wir bringen uns wieder in die Position. Relativ simpel. Du bringst dich wieder in deine Grundposition,
machst die Wirbelsäule wieder schön lang und jetzt darfst du auch wieder für 20 bis 30 Sekunden den Kopf in eine Richtung drehen und den Blick einfach mitnehmen. Dann wieder zurück zur Mitte und so in jede Richtung für 20 bis 30 Sekunden. So, wenn du diese drei Varianten jetzt gut gemeistert hast, kommt jetzt die Königsdisziplin für dich. Das Gleichgewichtstraining mit geschlossenen Augen. Dazu bringst du dich wieder in die Position, sorgst natürlich vorher für eine sichere Umgebung, dass du nicht hinfällst und dir wehtust. Und dann darfst du die Kopfbewegungen mit geschlossenen Augen durchführen. Und auch hier immer für 20 bis 30 Sekunden in die gleiche Richtung und dann die nächste Kopfbewegung durchführen. Wenn du es noch schwerer haben möchtest, machst du in der Mitte keinen Stopp und bewegst deinen Kopf vollständig horizontal, vertikal oder auch in den Diagonalen durch. Wenn du das hinkriegst, auf einem Bein stehend, dann hast du ein definitiv gutes Gleichgewichtssystem und dann geht es darum, das zu behalten. Ich empfehle dir, 5-mal pro Woche am Gleichgewicht zu arbeiten und am besten auch insgesamt so 5 bis 10 Minuten pro Tag. Ja, wenn du jetzt die drei Varianten machst, musst du nicht alles auf einmal machen, teile es dir ein. Es kann auch 5-mal eine Minute am Tag sein. Zusammengefasst bist du dann im richtigen Bereich, sodass du die Fortschritte auch spüren wirst. Wenn du Fragen zu dem Training hast oder Anmerkungen oder wenn es gut geklappt hat bei dir und du Fortschritte machst, schreib uns doch einen Kommentar. Darüber freuen wir uns immer ganz arg. Und wenn noch nicht geschehen, abonniere unseren Kanal, dann verpasst du keine weiteren Videos. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Gleichgewichtstraining. Ich bin raus, dein Freddy vom Sanogym.